Alter, ich dreh durch. Geil. Ja! Geiles Ding. Kracher. Volkswagen hat einen riesigen Stand auf der IAA Transportation. Das ist die Messe für LKWs, also Nutzfahrzeuge. Und dort ist Volkswagen vertreten. Aber nicht nur Volkswagen, auch Tesla ist mit dem Semi-Truck vor Ort. Und zwar direkt neben diesem riesigen Volkswagen-Stand haben sie einen Mini-Stand, wo ein einzelner Semi-Truck steht. Draußen auf dem Messegelände steht noch ein zweiter ausgestellt. Hier versucht Tesla mit wenig Mitteln Volkswagen die Show zu stehlen. Und ich habe eine Idee davon, an welchem Stand mehr los sein wird. Was denkt ihr? Ist es Tesla? Ist es Volkswagen? Ich glaube, es ist definitiv Tesla. Volkswagen wird, egal wie groß sie den Stand machen, sie werden keine Chance haben. Der Tesla Sema ist halt so hart erwartet und glänzt so krass mit seinen Leistungsdaten. Er kommt am weitesten, er ist am leichtesten, er lädt super schnell. Also es ist ein super vielversprechender LKW. Und da wird ja noch gar nicht gebaut. Es sind kleine Serien, die im Moment produziert werden und sozusagen handgebaut sind. In Einzelstücken, wenige Kunden werden im Moment ausgeliefert. Erste Pilotkunden, die mithelfen dürfen, den Semi-Truck von Tesla noch besser zu machen. Aktuell wird in Nevada die Fabrik gebaut. Und wenn die fertig ist, dann wird erst die Serienproduktion starten. Und dann natürlich gleich mit einer neuen überarbeiteten Version des Semi-Trucks mit all dem Feedback, den die ersten 3-4 Kunden geliefert haben in ihrem ersten Testbetrieb. Das heißt, das Produkt, was heute schon gut ist, wird noch besser werden. Und wenn man dann noch hört, 10. Oktober kommt das Robotaxi und das autonome Fahren wird uns gezeigt und wahrscheinlich auch einen Ausblick gestellt, wie bald es kommen wird, vielleicht sogar schon nächstes Jahr in Europa, Supervised FSD und vielleicht in 2 Jahren das Not Supervised FSD und der LKW, wenn der das dann bekommt, hast du einen selbstfahrenden LKW, der nicht nur leichter und sparsamer und billiger zu benutzen ist, sondern es fällt auch noch der Fahrer weg. Also Tesla hat hier ein riesiges, heißes Eisen im Feuer, was ein eigenes, solides Standbein für diese Firma bedeuten wird. Da können wir also sehr, sehr, sehr viel von erwarten. Was genau wird denn der Semi-Truck bieten? Das werden wir bei der finalen Version natürlich sehen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die Nevada-Fabrik fertig ist. Aber hier schon mal so ein paar Vorab-Informationen, die ich aus der Strombo-Community geflüstert bekommen habe. Auch vielen Dank an dieser Stelle für das gesendete Material direkt aus Hannover vom Aufbau der IAA Transportation. Da bin ich, glaube ich, relativ exklusiv heute dabei mal. Und was habe ich noch gehört? Der Raum, der hinter der Fahrerkabine jetzt so sehr leer wirkt, als hätte man da Platz verschwendet, der wird noch benutzt werden in Zukunft, wenn es eine Variante gibt mit einer größeren Kabine und Schlafraum. Das heißt, es wird ein Schlafraum sein für die Fernstreckenvarianten des Tesla Semi-Trucks und die jetzige ausgestellte Version ist die sozusagen für den Tagesbetrieb. Das heißt, der Fahrer fährt tagsüber seine Touren und geht wieder nach Hause und muss nicht in einem LKW schlafen, also eher für die kürzeren Distanzen. Der Ladeport scheint kein MCS-Charger zu sein, sondern es scheint eine komplett Eigenentwicklung zu sein. Vielleicht ist es jetzt auch, weil es die amerikanische Version ja ist, die hierher geschifft worden ist. Das weiß man natürlich auch noch nicht so genau, wie wird der LKW eigentlich aussehen, wenn er in Europa angeboten werden wird. Dann würde es natürlich absolut Sinn machen, dann auf MCS zu gehen. Wahrscheinlich ist es sogar Pflicht. Ich glaube, dass die jetzige amerikanische Version daher was anderes hat, als wir später sehen werden. Viele sagen ja, der Tesla Semi wird für Europa gar nicht tauglich sein, weil er zu lang ist. Da irrt man sich aber, wenn man das glaubt, denn bei den Elektro-LKW gibt es höhere Grenzwerte, die länger sind und auch schwerer sein dürfen. Also ein Elektro-LKW darf 2 Tonnen schwerer sein. Das heißt, der Semi-Truck hat sogar noch on top Vorteile, weil er eben diese 2 Tonnen nicht für die Zugmaschine braucht, weil die nämlich maximal genauso schwer ist wie ein Diesel-LKW. Deswegen kann er die 2 Tonnen extra in Nutzlast investieren, also der Nutzer des LKW. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, 2 Tonnen mehr laden zu können. Dazu kommt, dass die Elektro-LKW auch länger sein dürfen, weil natürlich einerseits die Batterie Platz braucht, andererseits natürlich total sinnvoll ist, wenn man die LKW so gestaltet, dass sie deutlich windschnittiger sind als bisher die fahrenden Schrankwände der bisherigen Hersteller. Und da finde ich gut, dass die EU die Tür dazu aufmachen wird. Und dann werden wir den Semi-Truck von Tesla natürlich auch in Europa sehen. Nicht umsonst stellt Tesla ihn jetzt auf der IAA in Hannover aus und hat auch schon angekündigt, dass er dann in Berlin-Grünheide gebaut werden soll. Zum Antrieb vielleicht noch ein paar Sätze. Die Motoren da drin sind 3 Stück und zwar 3x Plaid-Motoren, die wir aus dem Model S und Model X Plaid kennen. Die sind identisch, aber sie
liefern mehr Leistung. Das geht, weil der Akku deutlich größer ist als in einem normalen Auto, Model S oder X. Da haben wir so etwas über 100 Kilowattstunden. Und im Semi-Truck steckt ja 900 Kilowattstunden drin. Das war so das Letzte, was ich dazu gelesen hatte. Und das führt dazu, dass die Batterie entsprechend mehr Output hat und deswegen die Motoren dann auch die krasse Leistung liefern können und somit einen vollbeladenen LKW so schnell beschleunigen oder wahrscheinlich sogar schneller beschleunigen als ein normales Kleinwagenauto, was halt auch nicht besonders schnell ist. Und das wird der LKW einfach mal überholen. Das ist richtig cool. Das macht das Fahren natürlich zum richtigen Spaß für die LKW-Fahrer. Solange sie denn noch fahren dürfen bzw. müssen, bevor dann das Full Self-Driving auch für den Semi-Truck kommt. Mein Vögelchen zwitscherte mir, und das habt ihr auch schon am Intro gesehen, das Ding flasht gewaltig. Man steht davor und denkt sich, meine Güte, ist das eine geile Kiste. Es sieht halt einfach anders aus. Was ich gehört habe, ist, dass der Effekt so ähnlich ist wie beim Cybertruck. Wenn man da Bilder und Videos kennt, denkt man so, ja, okay, nett, ja, ist cool, oder auch vielleicht gefällt es einem auch nicht. Aber als ich in Düsseldorf den Cybertruck zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, meine Güte, mein lieber Herr Gesangsverein, das Ding flasht mich. Und so scheint der Semi-Truck das auch zu schaffen, weil er halt so neu gedacht ist, so andersartig gedacht ist. Und daher kommen auch diese ganzen Vorteile, denn Tesla hat dieses Ding ja von Grund auf neu entwickelt. Die meisten Hersteller bringen im Moment die Elektro-LKWs auf den Markt, indem sie einen vorhandenen Verbrenner umrüsten auf einen Elektroantrieb. Und Tesla hat von Grund auf neu gedacht und hat natürlich da viele Vorteile, die sie realisieren können. Und dazu gehört auch das Design. Und das flasht richtig. Also, wenn ihr auf der IAA Transportation in Hannover sein werdet nächste Woche, dann empfehle ich euch, sucht den VW-Stand, dann findet ihr auch die langen Schlangen vor dem Tesla-Stand. So wie es aussieht, wird man den LKW auch betreten dürfen, also von innen sich ansehen dürfen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut da vorbei, wenn ihr eh da seid. Und mir bleibt noch zu sagen, die LKW-Fahrer sollten richtig Strombock haben. Da kommen richtig geile Sachen auf uns zu. Nicht nur allgemein LKW, die elektrisch sind, die natürlich alleine schon Vorteile bieten und sehr, sehr, sehr coole Weiterentwicklungen sind zur nachhaltigen Mobilität, sondern nein, dass es eben dann nochmal von Tesla mit so richtig Spaß kommt und viele Dinge neu gedacht sind. Ich freue mich drauf. Schöne Zukunft, gute wirtschaftliche Zukunft auch für Tesla dadurch natürlich. Und ich hoffe, ihr habt Strombock. Bis bald.